Ja, ist ja auch früh morgens. Red Desert nach 9 Stunden und 30 Minuten, oder? Wie weit sind wir jetzt? Genau, 9 Genau Stunden 9 drei. Stunden 30. Ja. Ich finde die Map scheiße. Sag ich dir jetzt schon. Oh, es gibt keinen Helispawn. Cool. Kacke. Nee, nix Warum dran, auch? Heli mit. Ja. Die Map ist lieblos. Die Map ist. Die haben im Prinzip Sinai genommen, haben den einen Teil, haben die Hügel ein bisschen abgeflacht und dann eine beinahe symmetrische. Das sieht aus wie eine StarCraft-Map für ein Turnier. Von Ja, oder oben. so eine Halo-Map oder irgendwas, was in Star Wars passen würde. Das Schöne an War Thunder sind die asymmetrischen Maps. Das da ist. Ja, die einzelnen Punkte sind leicht versetzt, aber das sind sie in World of Warships auch. Trotzdem sind World of Warships Maps. Also du kannst hier eine Linie durchmachen und. Ich finde es schade. Dann fliege ich halt. Bisschen Wüste links und rechts hingeklatscht. Auch die Hügel, das sieht halt nach. Das ist. Es schreit halt alles nach. Ich bin nicht natürlich, ich bin generisch erzeugt. Oder? Ja, Bin es hat mich. Ich habe irgendwie, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, es ist Italien, bloß hat irgendjemand, wie heißt es nochmal, Tunesien genommen hat und das statt der Stadt eingefügt hat. Hast du gerade was abgeschossen? Nee. Aber die, ich habe im Forum gelesen, dass die Flak anscheinend vom Flugfeld bis auf die Karte schießt. Ja, tut sie. Weil die Flugfelder auch extrem nah drin sind. Also selbst für. Aber das ist auch bei Dings schon so. Die schießt bis zu meinem Flugfeld rüber. Oh Gott. Okay, die Flugfelder müssen sie anders machen. Das ist wie bei der vom letzten Mal, wo sie gemacht haben. Wie heißt die russische da, Keine Ahnung, das die Stadt, ja, Atomkraftwerkzeug die, Teil. wo es sogar sehr schön ist und abwechslungsreich. Da sind die Flugfelder auch am Anfang so nah dran gewesen, dass du im Prinzip abgehoben hast und feindliche Flugfeld auch schon drin gewesen bist. Es ist. Guckt euch diese Stelle hier an, das ist doch, das ist StarCraft. Da stehen jeweils auf den einzelnen Dingern stehen die Ressourcen drauf. Und man verteilt die Choke Points. Sagt auch was, dass ich mich nicht alleine so schuldig fühle. Fragt mich ehrlich gesagt, was ich auf der Map tun sollte, wenn ich die spiele. Sag ich mir irgendwie. Mit 16 Leuten gegen 16. Auch 16 gegen 16. Hier drauf. Hey, ich habe ein Flugzeug aufgeschossen. Kriegt man das voll? Also kriegt man da irgendein gutes Spiel hin, ohne dass man direkt irgendwie anfängt zu spawncampen, weil man irgendwie die anderen Leute total aufräumt? Keine Ahnung.
Ja, Supreme Commander, irgendwas in der Richtung. Weiß nicht, vom Boden mag es jetzt nicht ganz so generisch sein. Also aussehen, das fällt dir vielleicht nicht so auf, aber die. Die in Sim. Die Runden gehen aus, ohne dass ich die Gegner sehe. Oder? Kann gut sein. Also. So besonders groß, wie sie angekündigt haben, ist jetzt auch nicht. Das ist 500 Meter, sind normale Sim-Größe, oder? Das sind alles 3x3 effektiv. 3x3 Kilometer. Ich meine, normal, ne? Ja. Nur weil sie in RB und AB nicht die großen Maps spielen dürfen, ja, die hier als große verkaufen, ist halt wieder Etikettenschwindel. Okay, ich nehme alles zurück, was die Größe angeht. Ich bin schon bei der Hälfte der Map, also von daher, ja, ist also da bin ich auf Tunesien länger unterwegs. Und Zweiter Weltkriegspanzer ist auch nicht schneller als ein Marder. Ja, oder langsamer. Camper-Map. Ich hatte eben bei C auf dem Hügel drauf gestanden und wenn man da mit einem modernen Panzer steht, ja, viel Spaß da rüber zu C zu fahren, weil da bist du direkt tot. Bei C. Ja, da gibt's, da kann man auf diese Hügel halt drauf fahren. Und da steht man dann halt Hull Down, seinen Thermal an und denkt sich, jo, Spaß, ne? Oh, entschuldige, ich bin. Wieso komme ich durch bei dir? Weil ich bestehe aus Baustahl. Ich habe keine Panzerung. Ja, ich habe keine Feuerkraft. Du kannst bei mir frontal mit dem 50 Cal durchschießen. Ich hab's gerade gemerkt. Denk nicht mal dran. Ich habe auch nach hinten ein MG. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, damit kannst du mich zumindest durchschlagen. Hoffentlich. Wo ist hier der Hügel zum Hochfahren? Weiter und dann links hoch. Ja, ich wette, ich kann da hochfahren, theoretisch. Hier der? Noch eins weiter. Bin hier eben gestanden. Ich habe vorhin die Nebel vergessen. Ach, scheiße. Ich bin jetzt eben gestanden. Ich weiß gerade wirklich nicht, wo ich eben gestanden habe. Also ich meine hier allein schon, wenn man hier für ein Sichtfeld hat, einfach auf die Leute, die hier rankommen.
Ja, hier ist es. Ich würde als Feedback geben, ugly and too small. Ja. Also dafür, dass sie angekündigt haben, extra eine große Map für Hyde hier, sorry, nö. Na, ich habe zumindest keine Sicht auf A oder B, aber trotzdem. Ja, ich kann von hier aus, also wenn hier irgendeiner versucht von den ihrem Westspawn. Achso, du meinst jetzt von meinem Spawn sozusagen? Ja. Stimmt, in die Richtung ist alles offen. In die Richtung ist. Ja, tot. Ein bisschen Gebüsch und Wald dazwischen. Ansonsten ist alles offen. Aber wie gesagt, ich habe die Map aus. Also es ist. Ich bin, also, abgesehen davon, dass das Flugfeld wirklich einfach viel zu nah ist, das muss noch einmal so ein paar Hügel nach hinten. Gib das Geld nicht aus für einen Dioport. Ich bleib dabei. Ugly and too small. Gab es irgendeinen Grund? Hat sich die Community beschwert, dass zu wenig Maps oder? Wahrscheinlich einfach, dass es für Hyde hier halt keine Maps gibt. Das. Also. Ja, das wird. Ich meine. Entschuldigung. Kann man irgendwie verstehen, wenn man irgendwie Munition hat, die. 1,5 Kilometer in einer Sekunde fliegt und dann fliegt man auf Karten, die halt auf 200 Meter aufgetragen werden. Was bei der Munition jetzt aber auch nicht wirklich einen Unterschied macht. Dieses Rangefinden und Ausrichten der Kanone ist nur in Sim, oder? Nee, ist jetzt auch mit dem, also mit dem Update müsste es auch für RB sein. Ah, okay. Da hatten sich ja schon genug Leute vom RB aufgeregt, dass das nur für Sim ist.
Meatboy, sorry, ich war gerade, ich bin immer noch, sorry, ich bin immer noch hier beim, entschuldige. Ich kann dir nicht sagen, ob das reicht. Aber es ist jetzt zum Beispiel nichts, wo ich Geld für ausgeben würde. Da gibt's Besseres. Ja, also da brauchen wir nicht mehr lange rumfliegen. Also da gibt es nichts, was interessant ist. Also wie gesagt, am Ende des Tages ist deine Entscheidung, dein Geld. Jedem das seine, mir das meine. Von daher. Also ich glaube, da kann man direkt wieder rausgehen. Das macht ja hier keinen. Also. Das ist. Enttäuschend. Ich habe mich gefreut, die große Map. Nee. Die ist klein. Viel zu klein. Wetter hat Enttäuschung.